Besser, Sumido, ich melde mich heute aus der Hauptstadt, aus Wien. Und ich mache heute Sport extrem. Rhythmische Sportgymnastik. Habe ich noch nie probiert, kenne nur aus dem Fernsehen. Ich mache das gemeinsam mit Nicole Ruprecht. Sie ist die absolute Nummer 1 in Österreich seit Jahren in der rhythmischen Sportgymnastik. Ist da drinnen in der Halle und da schauen wir jetzt hin. Hallo! Ui, schaut gefährlich aus. Bist du fleißig am Trainieren? Ja, genau. Danke. Du bist ja eigentlich Tirolerin. Ja. Das hört man aber nicht. Und wieso hat sie sich nach Wien verschlagen? Also ich bin 2009 nach Wien gegangen, weil die Trainingsmöglichkeiten in Wien einfach besser waren. Und ja, seitdem bin ich jetzt in Wien. Bicken geblieben. Genau. Du, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie rhythmische Sportgymnastik gemacht. Kennst du nur aus dem Fernsehen? Es gibt 4 Geräte. Das sind welche? Reifen, Ball, Keule, Band. Glaubst du, schaffst du es, einem Grobmotoriker wie mir zumindest ein Gerät beizubringen, dass es noch halbwegs was ausschaut? Ja, natürlich. Das schaffen wir. Und das machen wir jetzt? Ja. Ich habe mich für den Ball entschieden. Aber die Niki sagt, es gibt kein leichtes Gerät, aber zumindest mit dem Ball kann ich was anfangen. Zumindest mit dem Fuß. Also, genau. Was machen wir? Nicht Fußball spielen. Okay, dann machen wir was anderes. Nein, ich werde versuchen, ein bisschen die Grundtechnik zu zeigen. Okay. Das wäre einmal das Rollen und einmal das Werfen vom Ball. Okay. Das Rollen und das Werfen. Ja, das war schon recht gut. Aber dadurch, dass du das schon so gut kannst, können wir von da das mal versuchen. Schon einigermaßen unter Kontrolle. Eine sehr technische Sportart, die rhythmische Sportgymnastik. Wie viel Trainingszeit musst du täglich haben? Also ich trainiere momentan 4 Stunden am Tag, aber früher in jüngeren Jahren waren es 6 bis 8 Stunden. Das heißt früher? Wann hast du damit angefangen? Mit 5 bis 6 Jahre alt war ich, aber ich habe angefangen mit Kinderballett. Okay. Da hat mich meine frühere Heimtrainerin so entdeckt und hat mich dann so zu Gymnastik gebracht. Ich würde vorschlagen, Bälle weg und wir greifen zu den Keulen. Wir keulen zu den Keulen. So, jetzt haben wir die Keulen in der Hand. Was machen wir mit den Keulen? Also, da könnten wir mal versuchen zu mühlen. Das ist nicht so einfach, aber ich muss immer denken, die eine Keule folgt der anderen. Gehen in die gleiche Richtung. Ja, na, die dreht sich so und die dreht nach. So, du rührst nach oben und du rührst unten. So wie Kochlöffel. Das und Band, oder? Das Band, ja. Da freue ich mich schon drauf. Und das wird ein Desaster wahrscheinlich wieder. Ja, wenn es zu heiß ist, ist es noch schwieriger. Du sagst, das Band ist das schwierigste Gerät. Aber was ist, wenn ich mir jetzt während dem Wettkampf einen Knoten aufmache? Was passiert dann? Also es gibt verschiedene Arten von Knoten. Es gibt so Knoten, die gehen relativ rasch wieder auf, aber auch welche, die nicht aufgehen. Und für das haben wir 3 Ersatzgeräte auf der Fläche, also neben der roten Linie liegen, wo wir das unter der Übung tauschen. Den Reifen, den zeigst du mir bitte vor. Thank you.
Ja, im Fernsehen schaut das alles so leicht aus und es ist so brutal schwierig. Also wirklich danke, dass ich in deine Sportart habe dürfen hineinschnuppern. Ich wünsche dir für die Quali alles, alles Gute. Bin mir sicher, du schaffst es. Und danke für diese tolle Erfahrung. Danke. Tschüss. Danke.